Es ist mal wieder soweit, der 11. Spieltag liegt hinter uns und wir gehen mit einem Lächeln aus diesem heraus. Wir sind Projekt Megafon, oder besser gesagt heute Megafon 95, der Fortuna Talk. Wir sprechen heute über die erste Mannschaft natürlich, über diesen Arbeitssieg gegen Darmstadt. Wir sprechen ein bisschen über die zweite, ein paar Themen, die wir uns sonst noch ausgekramt haben. Und genug gequatscht zum Anfang, ich bin der Wampendribbler. Ihr findet mich ja auch als dieser auf Twitter. Mein Partner im Crime heute ist der Micha, @Cherensky, sein Tag auf Twitter. Und Micha, moin moin, dann geht's los, oder? Ja, dann geht's direkt los. So, fangen wir direkt an mit dem Spiel. Vor dem Spiel war so ein bisschen, ja, Darmstadt muss zurückkommen, Darmstadt muss Gas geben, die werden Gas geben, die werden gut spielen. Jetzt denke ich nochmal zurück und vergesse diesen 1-0-Sieg. Wie hast du vor dem Spiel empfunden? Dass es ein schweres Spiel wird, aber eigentlich müsste Fortuna gewinnen. Zumindest war das meine Einstellung vor dem Spiel. Dass es halt ein knappes Ding wird, aber positiv für Fortuna ausgehen wird. Also Verletzungen waren wie folgt immer noch Rensing und Nielsen, sind so die mir spontan eingefallen sind, ohne nachzugucken. Es gab zwei Wechsel, Sami spielte für Gieselmann und Kujovic kam rein für Hennings. Ich fand suspekt, dass Kujovic für Hennings kommt. Ich dachte mir, klar, der kriegt seine Chance. Ich habe vor dem Spiel noch zu meinem Vater gesagt, so, ja Papa, wenn der Nielsen wieder fit ist, dann glaube ich, dass der Kujovic so ein bisschen wieder nach hinten rutscht und dann mehr dritte Geige wird. Ja, in der zweiten Minute bewies er mir das Gegenteil. Er machte nämlich ein Kopfballtor nach einer Verlängerung von Fink, nachdem Usami da die Ecke reingekloppt hat. Micha, du standst bei dem Tor auf der Südtribüne und die Flanke kam rein, wird verlängert und der Ball geht ins Tor. Muss doch unglaublich gewesen sein in der zweiten Minute, oder? Ja, das ging halt direkt überragend los mit der Ecke. Und was ich faszinierend bei der Ecke fand, war, ich weiß nicht, ob du dich an das Halbfinale gegen Brasilien erinnern kannst, aber wo dann der Müller auf einmal komplett frei war, weil der Klose den Spieler weggeblockt hat, der eigentlich den Müller hätte decken sollen. Und genau das gleiche hat der Sobotka gemacht in dem Spiel. Der hat den, und das war auch das, worüber sich die Darmstädter nach dem Tor aufgeregt haben, weil der Sobotka, der ist praktisch einfach stehen geblieben und hat den Darmstädter Spieler auflaufen lassen, weswegen dann, ich glaube, es war Usami, der dann das Kopfballduell gewonnen hat. Und dann stand am zweiten Pfosten Kujovic komplett frei und musste den Ball aus 4-5 Metern einfach nur einköpfen. Ja, auf jeden Fall fand ich dieses Freiblocken, ohne dass es unfair ist, eigentlich, ja, hat mich an das Tor, an das 1-0 gegen Brasilien 2014 erinnert. Kommen wir direkt, 15. Minute, Usami. Ja, ich habe jetzt Dropkick, hab ich bei uns ein Skript geschrieben, aber der nimmt den so komisch mit der Innenseite und knallt ihn an den Pfosten. Flanke kam von Zimmer. Ich weiß nicht, Micha, wie habt ihr die Situation gesehen? Aus meiner Position sah es eigentlich eher aus, als hätte der Torwart den überragend gehalten. Aber dann, als ich dann die Zusammenfassung gesehen habe, habe ich gesehen, das war der Pfosten. Und war halt eigentlich, ja, das war eigentlich so ein richtiger Knaller vom Usami. Bei der Fortuna zeigt er ja auch, dass er irgendwie so diesen Vollspannschuss oder diesen kräftigen Schuss voll gut drauf hat. Schade, dass da nicht das 2-0 gefallen ist, aber ja, kann man nichts machen. Fortuna eigentlich die ersten 30 Minuten sehr dominant. Man hat viel den Ball gehabt, hat die Darmstädter eigentlich nur offensiv spielen lassen, wenn man es auch wollte, gefühlt. Also man stand dann defensiv sehr tief und alles war geordnet. Danach versuchte Darmstadt das Spiel zu übernehmen, so ab der 30. Minute. Darmstadt hatte einige Chancen, aber was einem so in der ersten Halbzeit von Darmstadt ins Auge trifft, ist so die Scheibe vom Platte, die nicht geahndet worden ist. Wenn man die Fernsehbilder sieht, sagt man eiskalt, das ist eine Scheibe. Das ist die Situation, wo er dann den Fuß über den Boden rutschen lässt, fällt, nicht vom Wolf getroffen wird und dann den Elfmeter haben will. Habt ihr das im Stadion auch so wahrgenommen oder war das für euch so, ja, es ging einfach durch? Das habe ich im Stadion überhaupt nicht mitbekommen, weil ich dachte mir, da war nichts, es ist einfach nur umgefallen, ohne dass es ein Foul war. Und deswegen kann ich da jetzt leider nicht so viel zu sagen. Ja, man hat auf jeden Fall mitbekommen auf dem Fernsehbildschirm, dass es halt wirklich eine Scheibe war, die man mit Gelb
belangen müssen. Allgemein, Fortuna hat die erste Halbzeit sehr stark begonnen. Nach 20 Minuten hat Darmstadt sozusagen das Heft in die Hand genommen. Spiel wurde ausgeglichener. Fortuna hat aber einen Chancenplus behalten. Also Darmstadt war nicht wirklich offensiv. Wir greifen ein bisschen vor in die 80. Minute, aber Usami wurde dann ausgewechselt. Aber so in der zweiten Halbzeit, so sagen wir Mitte der zweiten Halbzeit, fehlte komplett er. Also er war nicht mehr auffindbar. Micha, meinst du, es lag daran zusammen, dass das Spiel härter geworden ist? Für ihn kam ja dann später Gieselmann. Ja, ist wahrscheinlich auch, weil der ein paar Mal was auf die Socken gekriegt hat. Und Fortuna hat sich dann auch eher um die Defensive gekümmert. Und wollte dann gegen Ende hin auch, glaube ich, auch nur noch das Ergebnis über die Zeit bringen. Das zeigt ja der Doppelwechsel in der 74. Minute. Raman geht raus und für ihn kommt Schauerte. Micha, Raman spielt schon wieder nicht die vollen 90 Minuten. Du weißt, das ist mein Aufhänger für dich, jetzt mir zu sagen, warum er trotzdem geil ist oder ob es daran liegt, dass er nicht die zweite Luft hat. Denn ich denke, dass er einfach keine 90 Minuten packt. Ich denke, nach 70 Minuten ist bei dem die Luft raus. Klar, der gibt Gas ohne Ende, aber eigentlich müsste er doch 90 Minuten locker überstehen können als Profi in der zweiten Liga. Ja, aber ich denke mal, es liegt eher daran, dass dann, für ihn kam dann halt Schauerte, ein defensiver Wechsel, weil Schauerte ist dann als Rechtsverteidiger und John Zimmer ist dann vorgezogen als rechter Mittelfeldspieler. Ja, ich glaube, die sind einfach defensiv stabiler als Raman. Und das in dem Spiel war das halt eher die Begründung, warum er ausgewechselt wurde. Auf jeden Fall, nach den beiden Wechseln kam lustigerweise neuer offensiver Schwung. Hat mich zuerst so ein bisschen, ich habe es bewundert, also ich konnte es nicht verstehen eigentlich. Denn Darmstadt spielte eigentlich körperlich härteren Fußball. Klar, gegen Ende des Spiels, 10 Minuten davor, hörten die auf damit, weil die gemerkt haben, okay, die kommen damit nicht weit. Aber Michael, ist das eine neu gewonnene Qualität von der Fortuna, auch ein Spiel zu gewinnen? Okay, zu dem indirekten Freistoß und der komischen Situation davor kommen wir gleich. Aber ist es denn eine neu gewonnene Qualität, dass Fortuna so ein Spiel gewinnen kann? Ja, das auf jeden Fall. Das sieht man ja auch in dieser Saison. Letzte Saison war es so, Fortuna hat halt die Spiele, die man hätte eigentlich 1-0 hätte gewinnen müssen, die Spiele hat Fortuna letzte Saison halt verloren und deswegen waren die unten drin. Und diese Saison ist das eigentlich so ein Spiel, wo man eigentlich auch mit einem Unentschieden hätte rausgehen können. Aber Fortuna steht halt defensiv so gut und schafft es, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. Also ist die Defensivstärke auf jeden Fall eine neu gewonnene Qualität der Fortuna. Micha, jetzt erzähl mir mal so ein bisschen über diesen indirekten Freistoß. Es war ein klarer Rückpass zum Torwart, den die Darmstädter da gespielt haben. Ich weiß gar nicht, was sie da probiert haben. Erzähl mal so ein bisschen, was da passiert ist. Ja, Fortuna hat halt Pressing gespielt und war dementsprechend vorne am 16er der Darmstädter. Und die haben versucht, sich rauszukombinieren. Und dann hat, ich weiß gar nicht, welcher Darmstädter Spieler das war, der eigentlich den Innenverteidiger wieder anspielen wollte. Der Innenverteidiger hat irgendwie gepennt oder der Ball war irgendwie zu unpräzise, dass der Verteidiger nicht hingegangen ist. Und dann musste der Torwart halt lossprinten, weil der, ich glaube, das war der Fink, der dann fast noch den Ball bekommen hätte vor dem Torwart. Und der Torwart hat sich dann einfach auf den Ball geworfen, wo ich im Stadion mich gewundert habe, warum der Fink da nicht durchzieht, sondern schon gefühlt einen Meter bevor der Torwart den Ball in die Hand nimmt, schon die Hände hochreißt. Wo ich mir dachte, hä, warum? Und dann pfeift der Schiri und im Stadion habe ich in dem Moment einfach null gecheckt, dass das ein Rückpass war, weil das irgendwie so, ja, im Gegensatz zu dem letzten Spiel, wo Fortuna einen indirekten Freistoß bekommen hat, was irgendwie so ein unnötiges Ding war oder so ein blödes Ding war, was man nicht pfeifen muss, war das einfach, es war so ein klarer Rückpass, dass man gedacht hat, der Ball kann gar nicht vom eigenen Mann gekommen sein, wenn der Torwart da so mit der Hand hingeht. Also ich habe die Situation genauso gesehen, ich habe mich gewundert, so, weil Fink wurde langsamer und der Torwart hat sich noch nicht auf den Ball geworfen gehabt, warum er nicht einfach gerade bleibt und den Ball wegklatscht. Das war für mich total unverständlich. Ayhan schlänzt den Ball dann leider Millimeter knapp übers Tor. Aber man hat genau gesehen, wo Ayhan den Ball hinsetzen wollte. Er wollte ihn genau in den Winkel packen. Ja, und ich hätte es ihm gegönnt, dass er mal ein Tor schießt, weil er ist super Freistoßschütze, Standards macht er brillant. Ich glaube, wir hatten bei Fortuna lange keinen mehr. Ich glaube, der letzte, der so geile Freistoß schießen könnte, war entweder Markus Anfang
oder der gute Herr Freibier, also das war schon... Der Marco Chris, der hat auch gute Freistöße geschossen. Ja, aber nur mit Haare. Ja, aber ich glaube, das sagt da auch ein bisschen an der Qualität der Drittliga-Torhüter, dass eigentlich so normal geschossene Freistöße reingegangen sind. Da frage ich mich eigentlich, was ist aus dem geworden? Micha, nämlich schon erwähnt, Kulwitsch war zu Beginn sehr effektiv. Usami war zumindest in der ersten Halbzeit super, wurde danach was schwächer, weil das Spiel härter geworden ist. Wolf hat wieder ein paar super Paraden gemacht. Ich habe mich genötigt gefühlt, Rahman den Man of the Match zu geben, weil zumindest er viel aus den Möglichkeiten, die er hatte, gemacht hat. Eigentlich hätte Hoffmann den Man of the Match auch verdient, weil der hat da jede Menge Pässe und Bälle rausgekloppt und rausgespielt. Also hätte er es eigentlich auch verdient. Ich nehme Rahman einfach so ein bisschen, um Micha zu ärgern, weil ich weiß, dass der Micha ein Defensivspieler heute gewählt hat als Man of the Match. Und weil ich finde, dass er ein super Spiel gemacht hat, vor allem offensiv. Der hat so geackert und ist wieder so gelaufen. Das ist eigentlich eine Eigenschaft, die der Micha gut findet. Was ich bei Rahman so ein bisschen schade finde, ist, aus welchem Grund auch immer er noch kein Spiel bei 90 Minuten gemacht hat. Wenn ihr vielleicht einen Grund oder Lösung habt, haut's bei YouTube in die Kommentare oder twittert uns an, schreibt es uns auf Facebook. Eure Meinung würde uns interessieren. Aber was mich auch interessieren würde, ist, wer aus dieser Defensivreihe ist denn dein Man of the Match? Ja, aber was du zum Rahman sagst, Rahman ist mein Lieblingsspieler bei Fortuna, würde ich eigentlich behaupten. Und er hätte ja auch letztes Spiel fast den Man of the Match gegeben, da wollte ich ihn aber nicht, weil ich nicht wie ein Rahman-Fanboy wirken wollte. Und dieses Spiel habe ich auch überlegt, aber da habe ich gemerkt, du willst Rahman den Man of the Match geben. Und dann dachte ich mir so, okay, wenn du einem Offensivspieler den Man of the Match gibst, dann kann ich einem Defensivspieler den Man of the Match geben. Und ich gebe dem Man of the Match Kaan Ayhan. Es war eigentlich wieder so eine komplett gute Teamleistung, wo irgendwie keiner nach unten ausgefallen ist, sondern irgendwie alle positiv Leistung gebracht. Aber beim Ayhan, dieses eine Ding, wo der Darmstädter alleine auf den Wolf zuläuft und der gefühlt mit 2-3 Metern Rückstand den Stürmer von Darmstadt noch einholt und den Schuss von ihm abgrätscht, das war einfach so eine Aktion, die hatte ich eingebrannt in meinem Kopf. Ja, und dann der Freistoß, wo ich denke, es war eigentlich schon klug, ihn nicht einfach blind mit Vollspann drauf zu ballern, aber da wollte er ihn halt zu genau in den Winkel zirkeln. Und deswegen für seine Verteidigungsleistung bekommt er meinen Man of the Match. Ich habe bei Ayhan leider immer diese unnötige gelbe Karte oder dieses unnötige Foulspiel, was gegen Darmstadt zum Beispiel jetzt nicht bestraft worden ist, mit einer persönlichen Strafe im Kopf. Ist das etwas, was er abstellen muss, um Bundesliga-Profi zu werden oder in einer anderen ersten Liga zu spielen? Oder meinst du, er hätte jetzt schon die Qualität? Vor der Saison hieß es ja, er hätte Angebote aus der Türkei gehabt, die man dann wegen der Höhe abgelehnt hat. Denkst du, das ist realistisch, dass er dann noch wechselt? Oder denkst du, er hat nicht die Qualität, bei einem Top-Club oder Erstliga-Club zu spielen? Ja, ich denke schon, dass Ayhan in den nächsten Jahren Erstliga spielen wird. Ob mit Fortuna oder alleine bei irgendeiner anderen Mannschaft. Aber ihm traue ich das auf jeden Fall zu. Er ist ja auch noch nicht, er ist ja eigentlich noch relativ jung. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, er, zumindest in den letzten Spielen, hat er nicht mehr so viele unnötige gelbe Karten gekriegt, obwohl wieder Aktionen da waren, wo ich mir dachte, so, okay, das ist halt der Ayhan, dass er dann direkt der Erste ist, der den gegnerischen Spieler bepöbelt. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, er bepöbelt nur noch im Rahmen des Erlaubten, so dass der Schiedsrichter nicht gezwungen ist, ihm eine gelbe Karte zu geben. Aber ja, ich denke mal, Ayhan wird in den nächsten Jahren auf jeden Fall Erstligaspieler sein. Wenn Fortuna die Ergebnisse weiter so fortsetzt und auch so Drecksspiele mal gewinnt, denke ich, dass wir auch diese Saison da gut aufgestellt sind, zumindest in der Hinrunde. Was die Rückrunde bringt, werden wir dann sehen. Fazit zum Spiel ist eigentlich, Fortuna gewinnt ein Drecksspiel, wo sie aber die klareren Chancen hatten. Ich glaube, da stimmst du mir zu. Es war kein unverdienter Sieg. Darmstadt hat einfach nicht die klareren Möglichkeiten gehabt. Und wenn man nicht die klaren Möglichkeiten hat, schießt man in der Regel auch keine Tore. Und das ist leider so eine Plattitüde des Fußballs. Wer keine Tore schießt, gewinnt auch nicht. Aber wollen wir so ein bisschen Themen gehen, die außerhalb des Spiels waren oder direkt mit dem Spiel in Verbindung standen in dem Fall. Das Trikot gegen rechts ist eine Aktion, die man so ein bisschen abgekupfert hat von Dynamo Dresden oder sich eher dranhängt.
was andere Clubs auch gegen rechts jetzt Trikots machen, die eine Message verbinden, wo man sich informieren kann und da gewisse Stiftungen und andere Verbände findet, die dagegen sind und sich zu engagieren gegen rechts. Ist es im Stadion gut aufgenommen worden? Ja, ich glaube schon. Beziehungsweise ich glaube, direkt im Stadion wurde, zumindest mit meinen Fortuna-Leuten, wurde da jetzt nicht viel drüber geredet. Es wurde nur, es wurde ja am Spieltag selbst öffentlich gemacht. Da wurde in der WhatsApp-Gruppe das Bild gepostet. Den anderen war es relativ egal. Ich habe gesagt, dass ich die Aktion super finde. Und ich finde die Aktion halt auch super, weil momentan geht ja durch Deutschland so ein Rechtsruck. Deswegen finde ich gut, dass mein Verein meinen Werten, sage ich mal, mit übereinstimmt. Und das ist super. Was gibt's noch so zu sagen? Neue Kurs sorgen für neue Impulse. Sagt man zumindest aus Fortuna-Kreisen, dass die neuen Kurs natürlich ihre eigenen Ideen einbringen. Und so ein bisschen im Moment das Training auch variieren, anders gestalten. Vor allem die Spieler sollen, ich will nicht sagen, dass die keinen Spaß am Spiel haben, am Training haben, aber die sollen am Training noch was mehr Spaß haben, weil es jetzt neu ist, facettenreicher ist. Und vielleicht auch durch den ehemaligen Spieler Axel Bellinghausen, da auch so ein paar neue Impulse reinkommen, was Motivation angeht. Das Funkel rotiert, wissen wir, aber so eine richtige Rotation, wie man das zum Beispiel bei dem Wochenende bei anderen Teams gesehen hat, wo 4, 5 Spieler getauscht sind, das macht ihr nicht, ihr tauscht meistens 2, 3 Spieler. Hältst du es denn für ein gutes Mittel? Oder man kann das einfach machen, weil die Mannschaft einfach als Kern, als Team so funktioniert? Wenn man halt nicht nur 11 gleichwertige Spieler hat, sondern 18 gleichwertige Spieler hat, zumindest was Zweitliganiveau angeht, dann kann man sich das auch erlauben, vor allem vorm Pokalspiel jetzt am Dienstag. Da hat Funkel wahrscheinlich auch schon drauf geachtet. Solange man trotzdem noch souverän gewinnt, gerne, so sage ich mal, dann kann man auch gerne rotieren, solange es halt nicht in die Hose geht am Ende. Da hast du mir eigentlich jetzt schon die Flanke zugeschlagen, denn ich wollte als nächstes auf Borussia Mönchengladbach kommen, beziehungsweise ich wollte kurz noch erwähnen, dass Max Eberl im Interview Florian Neuhaus indirekt gelobt hat. Er hat nicht direkt gesagt, so boah, das ist ein geiler Spieler, sondern er hat gesagt, dass er sich freut, dass Florian Neuhaus Fortuna jetzt direkt weiterhilft. Ne? Das ist ja auch ein Kompliment für einen jungen Spieler, ich glaube 20 Jahre alt ist er. Und der Max Eberl, der ist ja auch nicht dafür bekannt, gerade freundlich zu sein. Ich glaube, privat ist es ein super Mensch, würde gerne mit dem mal ein Bier trinken und mal ein bisschen plaudern. Aber ich glaube, so interviewmäßig ist er immer so ein bisschen grantig. Kommen wir aber wirklich jetzt zu dem Spiel. Letzten Ergebnisse gegen Fortuna. Micha, bevor wir jetzt hier DFB-Pokal 2012 erwähnen oder Bundesliga 2013, würde ich dich gerne fragen, was ist so dein Gladbach-Moment? Ja, mein Gladbach-Moment ist eigentlich das Erstligaspiel, als Fortuna aufgestiegen ist und das Stadion, als da nur das halbe Stadion gefüllt werden durfte und ich da das erste Fortuna-Spiel aus dem Oberrang gesehen habe. Irgendwie, wenn ich an Gladbach- und Fortuna-Spiele denke, dann ist das halt so mein, das, woran ich mich erinnere, dass ich bei Fortuna mal im Oberrang stand und das Spiel gesehen habe und was das da für einen Ärger gab, dass dann irgendwie nur die Hälfte der Leute rein durften und so weiter. Gab es die damals auch wegen Fanausschreitungen in Berlin und Gedöns. Aber das ist eine Suppe, die wir nicht aufkochen wollen. Letztes Spiel in der Bundesliga war eine 2-1 Niederlage und im DFB-Pokal hat man nach Verlängerung 1-0 gewonnen. Moment, an den man sich gerne erinnert eigentlich. So, das waren die letzten positiven Ergebnisse. Aktuell Gladbach, Spiel im oberen Mittelfeld. Micha, denkst du, die können in der Bundesliga dieses Jahr noch was reißen oder sind sie zufrieden, wenn die sich mit Platz 6 für Europa League qualifizieren? Weil, ich sag mal so, in der 5-Jahres-Wertung sieht's nicht so super aus für deutsche Mannschaften. Ja, ich denke mal, die werden sich, im Endeffekt werden die sich mindestens für die Europa League qualifizieren. Aber die haben halt in dieser Saison so Ausreißerspiele drin, so dass die haben halt 6-1 gegen Dortmund verloren und 5-1 gegen Leverkusen verloren, wo ich mir denk, irgendwie kann da irgendwas nicht stimmen bei denen, weil sonst sind, ja, dass man dann halt so krass verliert, so dass, da merkt man, dass die eigentlich für die ersten 4 Plätze irgendwie nicht mehr die Qualität haben oder nicht mehr dieses,
den Willen, wenn man dann mal 2-1 zurückliegt oder 3-1 zurückliegt, dann sich zu denken, ach ja, jetzt kassieren wir halt keinen mehr, sondern eher, dass die sich dann halt aufgeben und dann noch ein paar Tore kassieren. Und ich habe halt die Hoffnung, dass Mönchengladbach gegen Fortuna auch so einen Tag erwischt, wo es halt nicht läuft. Und wo dann Fortuna irgendwie das Glück auf seiner Seite hat und dann irgendwie glücklich oder meinetwegen auch verdient, aber ja, dass die das dann irgendwie wuppen. Taking, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, es wird ihm ja oft nachgesagt, er kann die Mannschaft trainieren, er kann die Mannschaft auch einstellen und die an so 90% bringen, aber alles darüber hinaus läuft halt nicht, ne? Jetzt ist halt die Frage, reicht Gladbachs 90% gegen Fortuna, weil die Gas geben wollen und sich beweisen wollen? Oder kann Fortuna da mit einer guten Form und einer guten Moral, so wie das 2012 der Fall war, die mal ärgern? Ja, ich denke, wenn man sieht, wie gut Fortuna momentan drauf ist, dass es eigentlich ein 50-50 Spiel wird, dass ich eigentlich mir alles vorstellen kann. Ich kann mir vorstellen, dass Fortuna 2-0 verdient verliert. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Fortuna 2-0 gewinnt und das dann auch verdient. Aber es wird sich zeigen. Ich habe die Hoffnung, dass das positiv für Fortuna ausgeht. Und selbst wenn man dann im Endeffekt, wenn man im Endeffekt dann ausscheidet, dass man wenigstens mit einer guten Leistung ausscheidet. Und mein Tipp für das Spiel wäre eigentlich ein knappes 1-0 nach Verlängerung. Was wäre dein Tipp? Mein Tipp ist eigentlich ein 1-1 nach der regulären Spielzeit und was dann passiert, liegt nicht mehr in meiner Hand. Also wenn du sagst, nach Verlängerung mit einem 1-0, dann würde ich sagen, über das ganze Spiel gewinnen die 2-1. Wäre so mein Tipp. Eure Tipps interessieren uns auch. Wenn ihr uns die mitteilen wollt, gerne auf Facebook, Twitter, bei YouTube in den Kommentaren. Wir würden uns freuen. Aber wo es vielen kleinen Aufwärtstrend gibt, ist bei unserer zweiten. Michael, hast du die Spiele wieder verfolgt? Ja, die zweite hat jetzt gegen Dortmund 2-0 gewonnen. Die zweite von Dortmund wollte eigentlich mit einem Sieg gegen die zweite oben anknüpfen, und weil die wollen ja auch oben mitspielen. Hat nicht ganz geklappt. Da hat Fortuna den einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das 1-0 durch Lukoki in der 40. Minute und das 2-0 durch Bonga in der 90. plus 2. Dortmund 2 war das dominierende Team. Der zweiten half eine Mischung aus solider Abwehrarbeit und eine gute Leistung vom Wiesner. Dortmund hatte eine schlechte Chancenverwertung und Fortuna hat halt effektiv gekontert und dadurch dann die Tore geschossen. Das ist doch eigentlich das, was man so Anfang der Saison gemacht hat. So ein bisschen verwundert, klar, dass man dann doch 2-0 gegen die zweite vom BVB gewinnt, die ja eigentlich da mit Talenten bestückt sind, ohne Ende. Jetzt kennen wir das Ergebnis des nächsten Spiels, das wir besprechen werden, nämlich das 0-0 gegen Uerdingen. Also eigentlich ein positiver Erfolg gegen ein Team aus Krefeld, was eigentlich unbedingt aufsteigen will. Uerdingen ist auch Tabellenführer, ich glaube sogar mit ein paar Punkten Vorsprung schon. Und die zweite erkämpfte sich ein 0-0 gegen die. Jetzt hat der KFC Uerdingen einen Investor im Vorstand, Mikhail Boramerov. Der wohnt in Düsseldorf und als ein paar Hörer von uns auch DEG-Fans sind, die könnten ihn vielleicht kennen, denn er bewahrte die Düsseldorfer EG von einem finanziellen Kollaps. Jetzt ist er aber auch Teilhaber vom FC Bournemouth in England. Wir kennen FC Bournemouth, denn man muss wissen, wir zwei sind Fans vom FC Bournemouth und verfolgen die auch. So unser Club in England. Jetzt steht FC Bournemouth von Sprung in die Premier League. Dementsprechend, glaube ich, hattest du mir erzählt, wollten die Krefelder auch aufsteigen, damit die davon profitieren können, so als Farmteam vielleicht. Oder was hast du da an Infos für uns? Die haben jetzt halt den Investor und wollen halt mit aller Kraft aufsteigen. Und es wäre dann möglich, dass die dann auch ein Farmteam werden für Bournemouth. Ja, man sieht bei ihnen auch, dass, wie gesagt, die haben jetzt auch ein paar Punkte Vorsprung. Und auf jeden Fall fand ich interessant, weil ich habe mich jetzt erst zum Spiel der zweiten ein bisschen mit Uerdingen auseinandergesetzt und habe dann gemerkt, dass die halt da den Investor drin haben. Ja, wo ich die Hoffnung habe, weil ich bin ja kein Fan von Investoren, dass die dann noch jemand
bisschen ärgern kann und dann doch jemand anders in die Aufstiegsqualifikation kommt. Jetzt ist aber die Frage, wo du sagst, wo du über Investoren sprichst, viele DEG-Fans sind da vielleicht anderer Meinung oder generell von Investoren, die halt über Sponsoring oder durch guten Willen der Geld reinschießen, ohne Anteile zu erwerben, einfach nur um irgendwann einen Nachnutzen zu bekommen. Die finden es vielleicht gut, dass er sowas macht. Jetzt sagst du, Investoren im Fußball findest du nicht so gut. Woran liegt das? Oder siehst du da immer mit der gleichen Brille aufs Ziel? Naja, man hat ja bei der DEG auch gemerkt, als Metro da ausgestiegen ist, wie die eingebrochen sind. Und die DEG hat halt Glück, dass man im Eishockey halt nicht absteigen kann. Sonst wäre die DEG auch komplett eingebrochen, nachdem Metro da ausgestiegen ist, weil die komplett gefühlt 2-3 Jahre lang am Stück komplett letzter waren und einfach nur scheiße waren. Und da merkt man halt die Gefahr von einem Investor, wenn er dann halt mal wegbricht. Also brauchst du, wenn du einen guten Investor hast, eigentlich eine richtig überragende, ja, sportliche Leitung, mit einem Weggang von einem Investor irgendwie verkraftet werden kann? Oder ist das ein Modell, was so nicht funktionieren kann? Ich denke mal, wenn man in die Infrastruktur investiert und nicht nur in einzelne Spieler, die dann halt wegfallen, dass es dann sinnvoll ist. Aber ja, man hat ja jetzt bei 1860 München auch gesehen, dass wenn der Investor halt keine Ahnung hat von dem, was er macht, sondern nur Geld reinpumpt und dann sagt, ja nee, jetzt pumpe ich kein Geld mehr rein, aber ich bleib trotzdem noch beim Verein, wie viel Schaden der anrichten kann. Soweit war es das von uns. Wir werden auf jeden Fall wieder nächste Woche Dienstag veröffentlichen, so wie es von uns gewohnt seid. Jede Woche Dienstag nach dem Spieltag wird veröffentlicht. Vielleicht haben wir Zeit und Gelegenheit, eine kleine Sonderfolge zu Gladbach reinzuhauen. Ansonsten erwarten euch nächste Woche Dienstag 2 Folgen eurer Lieblings-Podcast-Sendung. Dann würde ich sagen, dann verabschieden wir uns. Ja klar. Ich bin der Maurice @bumpdribble auf Twitter. Ich bin der Micha @Schwensky auf Twitter. Und wir sagen auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.